Das Bestimmungslandprinzip hat drei Folgen, ökonomische Folgen. Einmal gleiche Umsatzsteuer wie Inlandsgüter. Das heißt, in der Zeichnung hier, in Frankreich, ist das Produkt, das aus Deutschland kam, mit der gleichen Umsatzsteuer belastet, wie Produkte, die in Frankreich hergestellt wurden. Das heißt das. Ja, gleiche Umsatzsteuer wie die Inlandsgüter. Die erste Folge. Das heißt, diese Kiste da, die aus Deutschland kam, steht jetzt im Regal neben den französischen Kisten und auf allen lastet die französische Umsatzsteuer. Zweite Folge. Die Umsatzsteuer geht an die Regierung des Letztverbrauchers. Die Umsatzsteuer geht an die Regierung des Letztverbrauchers, das heißt in unserer Visualisierung an den französischen Finanzminister. Deswegen ist er auch so fröhlich in meiner Zeichnung hier. Und die dritte Folge ist, wir brauchen genaue Grenzkontrollen der importierten Güter. Wir brauchen genaue Grenzkontrollen der importierten Güter. Der in meinem Beispiel französische Finanzminister hat ein reges materielles Interesse daran, genau zu wissen, wie viel Güter aus dem Ausland in sein Land kommen, weil jedes dieser Güter belastet wird mit der Umsatzsteuer des Inlandes. Genaue Grenzkontrollen. Und jetzt sehen Sie schon, warum man diese Regelung eigentlich abschaffen wollte und warum wir hier die historische Grenze gezogen haben. Grenze bis 31.12.1992, zum 01.01.1993 in Kraft treten des europäischen Binnenmarkts mit den vier Freiheiten. Die vier Freiheiten heißt Freiheit des Personen-, Dienstleistungs-, Güter- und Kapitalverkehrs, also keine Grenzkontrollen. Sehen Sie den Konflikt. Der Finanzminister ist sehr interessiert an allen Gütern, die ins Land kommen, weil er darauf Umsatzsteuer oder dafür Umsatzsteuer bekommt. Auf der anderen Seite will man exakt diese Grenzkontrollen abschaffen. Ja, das ist der Konflikt.